Die Nationalratswahl in Österreich soll am 15. Oktober 2017 stattfinden. Aufgrund der Differenzen zwischen den Regierungsparteien, Sozialdemokratische Partei Österreichs und die Österreichische Volkspartei, die eine liberal-konservative und christlich-demokratische Partei ist, sowie dem Rücktritt von Vizekanzler oder Vize-Premierminister Reinhold Mitterlehner, beantragten die Oppositionsparteien im Nationalrat eine vorzeitige Neuwahl. Die SPÖ und die ÖVP schlossen sich am 15. Mai 2017 an. Am 16. Mai 2017 wurde nach Gesprächen der Chefs aller Parteien der 15. Oktober 2017 festgelegt, nachdem auch der 18. Oktober 2017 als möglicher Termin genannt wurde. Der Beschluss der Verkürzung der Legislaturperiode wurde auf Initiative der Oppositionsparteien allerdings vorbehaltlich einer Fristsetzung gefasst, soll also formal erst im Juni oder Juli eingebracht und beschlossen werden. Der Grund dafür war, dass bei einer sofortigen Einbringung auch der parlamentarische Untersuchungsausschuss zur Eurofighter-Affäre, dessen erste Sitzung nur wenige Tage vor Mitterlehners Rücktritts Ankündigung stattgefunden hatte, umgehend zu beenden gewesen wäre. Im Bundesland Tirol wird am selben Wahlgang mit der Nationalratswahl eine Volksbefragung über eine mögliche Bewerbung Innsbrucks und Tirols um die Olympischen Winterspiele 2026 durchgeführt. In Krems an der Donau, Niederösterreich, finden gleichzeitig mit der Nationalratswahl die regulären Gemeinderatswahlen statt. Nationalratswahl 2013 verloren die beiden Parteien der regierenden Großen Koalition, die SPÖ und die ÖVP, an Stimmen und erzielten ihr bislang jeweils schlechtestes Ergebnis in der Geschichte der Zweiten Österreichischen Republik. Sie bleiben jedoch stärkste und stärkste Kraft und konnten ihr Regierungsbündnis fortsetzen, zunächst mit Bundeskanzler Werner Faymann in der Bundesregierung Faymann II., nach dessen Rücktritt im Mai 2016 mit Christian Kern als dessen Nachfolger im Bundeskanzleramt und auch als SPÖ-Parteiobmann in der Bundesregierung Kern. Die FPÖ und die Grünen gewannen Sitze hinzu. Die NEOS und das Team Stronach konnten erstmals die 4%-Hürde überwinden. Das Bündnis für der Zukunft Österreichs schied mit 3,5% der Stimmen aus dem Nationalrat aus. Im Laufe der Wahlperiode kam es zu mehreren Wechseln von Abgeordneten zwischen der Clubs oder Fraktionen. Aus dem Team Stronach traten 7 der anfangs 11 Mitglieder aus, wodurch der
Clubstatus 2017 verloren ging. Die ÖVP gewann 2005 nach einem Wiederaustritt zuletzt 4 Parlamentarier hinzu. Die Neos und die SPÖ verloren einen Mandatar. Die FPÖ verlor 4 Mitglieder und bekam 2 vom Team Stronach. Den Club der Grünen verließen 3 Mitglieder. Im August 2017 waren 14 Wilde, also fraktionslose Abgeordnete im Nationalrat, wobei 4 dieser Fraktionslosen zur FPS-FLÖ gehören bzw. für diese kandidieren: Rupert Doppler, Barbara Rosenkranz, Martina Schenk und Gerhard Schmidt. 4 Abgeordnete gehören zur Liste: Peter Pilz, Daniela Holzinger, Vogten Huber, Peter Pilz, Bruno Rossmann und Wolfgang Zingel. 3 der 4 verbliebenen Abgeordneten des Team Stronach, das 2017 nicht mehr zur Wahl antritt, ermöglichten durch ihre Unterschrift die Kandidatur der Weißen.